Andreas, du bist ohne Frage ein Mensch des Jahres 2011, weil so wie deine gleich drei Alben in den österreichischen Charts hinaufgeschossen sind, das hat sie überhaupt noch nie gegeben, bitte schön. Drei Alben von einem und demselben Künstler in Österreich unter den Top Ten und alle drei Doppelplatin, das erste sogar Vierfachplatin mittlerweile, aber Doppel war ja schon im Jahr 2010. Also wirklich sensationell und genau so ist natürlich auch dein Bekanntheitsgrad hinaufgeschossen. Worauf führst du, der du ja derzeit wirklich der populärste Volksmusikant bzw. Volksrockroller bist, so wie du dich ja bezeichnest, worauf führst du diesen enormen Katapultstart, sage ich mal, zurück? Boah, ich glaube, wenn es ein Geheimnis gäbe irgendwo, dann hätten wir es patentieren. Na, Geheimnis gar nicht, aber ich glaube, es ist die Art, wie du auf der Bühne dich gibst, einfach dein Charisma oder schon diese ganz spezielle Musik, die du machst. Was ist es? Was glaubst du? Ich glaube, ich darf einfach nach wie vor ich selbst sein, von Anfang an, was am Anfang ja nicht ganz so einfach war, weil man sich doch immer wieder irgendwo sagen hat lassen, was man irgendwo anders machen müsste, sollte fürs Fernsehen oder für die Bühnen, generell für das ganze musikalische Dasein in diesem Genre. Ich habe da, glaube ich, einfach meinen Dickkopf gehabt und ein Team im Hintergrund, das mir da wirklich total die Stangen haltet und hinter mir steht. Und du komponierst alles selbst? Ich habe die Freiheit, meine Lieder nach wie vor selbst zu schreiben und auch von der Plattenfirma da überhaupt keine Richtlinien, die sagen, wir freuen uns, dass es da einen gibt, der so eigenständig ist und ja, wir nehmen dich, wie du bist und anscheinend hat es auch so viele Fans gegeben, denen das irgendwo gefallen hat. Ja, nein, es ist sensationell. Andreas, du warst ja vor ziemlich genau einem Jahr, im Dezember 2010, schon mal bei mir zu Gast. Das war damals aber nicht der ORF-Jahresrückblick, sondern eine reguläre Sendung. Und du hast damals erstmals auch im österreichischen Fernsehen über dein Schicksal erzählt, über den Selbstmord deines Vaters und deiner Schwester und du hast das damals folgendermaßen kommentiert. Ich habe eben meinen Vater und meine kleine Schwester verloren. Das war für alle eigentlich ein sehr, sehr großer Schock und es gibt leider Gottes oder zum Glück, wie auch immer, nach wie vor keine Erklärung dafür. Ich mache mir eigentlich jetzt schon lange keine Gedanken mehr darüber, über das Wie und Was und Warum. Ich erinnere mich an die schönen Momente zurück. Ich habe liebe Fotos bei mir zu Hause am Schreibtisch stehen und ja, man muss sich einfach irgendwo an die positiven Dinge erinnern. Man muss irgendwann lernen, damit fertig zu werden und das Thema abzuschließen. Irgendwann einmal muss man sich damit abfinden und es geht weiter. Volle Kraft voraus, dieses Motto hast du gelebt. Du hast mir in demselben Gespräch übrigens auch erzählt, dass du für deine damalige Freundin halt jetzt weniger Zeit hast, aber es wird schon so irgendwie, hast du das ausgedrückt. Ist es geworden? Hat eure Liebe dem Rummel um deine Person standgehalten? Tja, leider nicht. Seit dem Sommer irgendwo ist das dann auseinandergegangen. Es waren verdammt viele Termine. Seit dem Frühjahr, wo es auch in Deutschland losgegangen ist, waren wir viel unterwegs. Sie nie dabei? Selten natürlich irgendwo dabei. Die Wege sind sehr weit. Sie war viel im Krankenhaus und also als Krankenschwester tätig. Und da kann man dann auch nicht immer so mitfahren. Ich war auf der Woche oder 14 Tage nicht daheim. Schwer. Hat leider nicht gehalten. Ist schon der erste Preis für den Erfolg? Wahrscheinlich, oder? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt sogar. Irgendwo steckt man natürlich privat einiges zurück oder nimmt anscheinend einiges in Kauf, um da irgendwo diesen Weg zu gehen. Ich kann mir vorstellen, umso mehr genießt du es, wenn du auf der Bühne rockst, die vielen kreischenden Mädels im Publikum. Es ist total schön zu sehen, dass es überhaupt gar keine Zielgruppe gibt. Es ist von jung bis jung geblieben. Ganz schräge Leute, eigentlich alles mit dabei, was es noch irgendwie so gibt. Das ist schon mehrheitlich weiblich. Ja, der Damenüberschuss, der regiert. Schon ziemlich eindeutig. Und du hast ja für nächstes Jahr auch wieder was Sensationelles vor. Du hast das Ziel, die Wiener Stadthalle als Solokünstler zu füllen. Ja, ich glaube, davon träumt ja generell jeder Musiker irgendwo, da irgendwann einmal als Tour-Act auf Reise zu gehen. Gelingt nicht immer. Gelingt nur wenigen. Gelingt nur den wenigsten. Wie ich begonnen habe, vor 2 Jahren war ich eingeladen zum Udo Jürgens Konzert in der Stadthalle in Wien im Oktober. Und boah, das war schon so eine Dimension, wo ich mir gedacht habe,
boah, das wird ein weiter und harter Weg bis dorthin, wenn es überhaupt irgendwann einmal funktioniert. Also es geht bei dir Schlag auf Schlag. Mal schauen, ob du auch ein Mensch des Jahres 2012 wirst, so wie es ausschaut, wahrscheinlich schon. Du bist ja jetzt auch nicht mehr so ganz, ganz jung. Du bist auch schon 27. 27. Nichtsdestotrotz hast du manchmal das Gefühl, dass dein Leben jetzt erst so richtig losgegangen ist? Nein, das Leben generell nicht. Ich habe auch meine ganze Jugend genossen, glaube ich, wie kaum ein anderer. Ich habe schon mit 13 Jahren, 14, 15 im Sommer, den Sommermonaten neben der Schule, Elektroboote vermietet in Velden am Wörthersee. Habe dann ab 16 bis 23 in der Gastronomie viel gearbeitet im Sommer und an den Wochenenden in Graz. Aber das Leben war auch davor schon sehr, sehr turbulent und ich habe auch davor großen Gefallen daran gehabt. Jetzt ist ein anderer aufregender Lebensabschnitt da und zurzeit gar nichts anderes und auch das hat seine Reize. Und jetzt, ja, ist es auf eine andere Art und Weise losgegangen. Toll losgegangen. Andreas, toi, toi, toi für 2012. Dankeschön.